Herzlich willkommen hier zum Baumentor-Kanal. Heute geht es um Steinkreise. Wie kann man die Energie aus Steinkreisen nutzen? Und da habe ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel recherchiert, gearbeitet und ich möchte euch heute ein bisschen dran teilhaben lassen, dass ihr versteht, was da alles dranhängt und wie ihr das eventuell für euch nutzen könnt. Letztendlich, das habe ich auch schon in einem Kommentar bei Telegram mal gesagt, ist es so, dass ich euch nur Inspiration geben kann. Ihr müsst für euch das, was ich sage, überprüfen, ob es für euch passt. Es ist durchaus möglich, dass ihr auch zu anderen Ergebnissen kommt. Das ist überhaupt kein Problem. Fakt ist eins, diese Feinkraftgeschichten sind nicht so einfach wie, ich sage jetzt mal, eine technische Anwendung von von einem Motor oder von einem Elektrogerät. Da gibt es nicht, funktioniert oder funktioniert nicht, sondern es gibt hier, warum auch immer, noch einige Zwischenstufen. Einige sind bekannt, warum es halt nicht nur diese eine Variante gibt. Wenn zum Beispiel, wenn ich hier zwei Steine angucke und die mir hier zum Beispiel hinstelle, ja, ich mache das mal ein bisschen frei, dann habe ich das Problem, dass ich diese Steine, die unterhalten sich. Und wenn ich jetzt bewerte, ob diese Steine sich energetisch sozusagen austauschen, dann habe ich das Problem, dass ich vielleicht das hier gerade, diesen Haufen, der hier liegt, nicht beachtet habe. Und das ist halt ein großes Problem, weil in unserer Welt ist wenig für sich alleine, wenig isoliert und wir haben immer Rückkopplung mit der Umwelt. Und selbst wenn ich einen Steinkreis aufbaue, der positiv ist, kann es sein, dass durch einen Gegenstand, der in der Umgebung ist, ein Berg, ein Wall, die Polung sich komplett anders verhält. Und das ist halt wirklich das auch das Verwirrende. Worum es heute geht, ist halt die Grundlagen zu erklären, dass ihr wenigstens mal eine Idee habt, wie man überhaupt in die ganze Geschichte reinkommt. Und zum Anfang möchte ich auf ein Problem hinweisen, was mir bei meinen Recherchen begegnet ist. Ich habe mir solche Bücher hier von Erich Neumann besorgt und habe sie durchgelesen. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ein paar Stellen, die musst du 10-mal lesen und dann hast du immer noch nicht das Gefühl, dass du verstanden hast, was möchte der Künstler einem damit sagen. Grund dafür ist zwei Sachen. Ich habe selber schon ein Buch geschrieben, das nennt sich Abenteuer Feuersto. Deswegen weiß ich, wie man ein Buch schreibt. Deswegen weiß ich auch, was man alles machen muss, damit der Leser das Buch auch versteht. Und es gibt zwei Varianten, indem ich mich einfach hinsetze, das Buch schreibe und sage, der Leser soll sich Mühe geben zu verstehen, was damit gemeint ist. In die Kategorie würde ich diese Bücher hier einordnen. Oder aber ich setze mich hin und arbeite den Text psychologisch so auf, dass man den überfliegen kann und sofort alles begriffen hat. Das ist ein Haufen mehr Aufwand und der wird hier nicht eingeflossen sein. Den kann ich jedenfalls nicht erkennen in der Schriftanalyse und der Textanalyse. Und das wird einer der Gründe sein, warum es halt schwer verständlich ist, weil die Wörter und die Voraussetzungen, die für die Schlussfolgerung hier eine Rolle gespielt haben, die sind halt die sind so typisch für jemand, der so isoliert sein Ding macht und sich wenig mit Leuten austauscht, die von dem Thema keine Ahnung haben. Ja, und das soll definitiv bei mir hier anders sein, dass ich auch Leute das Thema näher bringen versuche. Also ich versuche Leute dem Thema näher zu bringen. Wie sagt man das eigentlich? Ich versuche anderen das Thema näher zu bringen, die jetzt gar nicht so einen Bezug dazu haben. Und was da als erstes ausfällt, ist halt diese Sachen. Ja, ich spüre hier was und wenn ihr das macht, dann spürt ihr das auch. Damit holt ihr keinen ab, der jetzt irgendwie noch nie damit Kontakt hatte. Deswegen braucht es eine Systematik. Ein bisschen Systematik findet ihr in diesem Buch hier von Erich Neumann, Formenergie. Und in dem Buch, ich habe hier mal einen Screenshot gemacht von der Seite hier, das haben wir ja schon öfters besprochen, das ist eben auf den Spuren der Feinkrafttechnik. So, und wie gesagt, diese beiden Sachen sind zwar, da steht eine Menge drin und das ist halt auch, da sind wir ganz froh drüber, dass Erich Neumann das aufgeschrieben hat. Nur leider hat er auch ein zweites Problem in den Büchern verpackt, nämlich logische Fehler.
Und diese logischen Fehler haben bei mir dazu geführt, als ich mich auf Erich Neumann bezogen habe und gesagt habe, ja, das ist links gedreht, das ist rechts gedreht, dass dann manche sagen, Moment mal, nach dieser Zeichnung, die du uns reingegeben hast, zum Beispiel, haben wir hier eine schöne Zeichnung. Ja, die halte ich mal hier rein. Nach dieser Zeichnung kann das gar nicht sein. Das ist ja genau andersrum. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich nochmal diese ganzen Geschichten von Erich Neumann nochmal angucken musste und hatte tatsächlich logische Fehler drin entdeckt, die ich jetzt ausgemerzt habe. Und somit befinde ich mich jetzt in der Lage, euch ein Konzept mitzugeben, was verständlich ist. Das ist echt das Problem bei diesen Steinkreisen. Also wir haben A, wenig Literatur und die Literatur, die wir haben, die wurde im stillen Kämmerchen entwickelt und da haben auch Leute sicherlich eine Menge Wissen reingebracht und wir sind auch nicht hinter allen Sachen reingestiegen. Zum Beispiel beschreibt Erich Neumann einen Kompass in seinem Buch hier und dieser Kompass, der würde mich wahnsinnig interessieren. Es ist aber nicht nachvollziehbar, also sorry, für mich ist es nicht nachvollziehbar, was er letztendlich damit meint, weil jeglicher Versuch, das nachzustellen, scheitert schon daran, an der Erkenntnis, was meint er denn jetzt? Wo ist jetzt oben, unten, welchen Stein, was? Natürlich verstehe ich ein paar Sachen, aber ich muss das Ganze verstehen, um es nachzuvollziehen und das ist nicht möglich, also jedenfalls noch nicht. Vielleicht kommt man irgendwann drauf und dann wissen wir auch, wie dieser Kompass, der aus der Formenergie sozusagen generiert wird, funktioniert. Falls einer einen Tipp hat, eine Ahnung hat, wie das denn gemeint ist, gerne an mich wenden, würde mich brennend interessieren. Ich versuche mir immer noch einen Reim drauf zu machen. Es ist halt schwierig. So, fangen wir mal mit den Grundlagen an. Das heißt, ich habe jetzt folgende Geschichte. Erich Neumann beschreibt, dass ein Kreis eine neutrale Form ist. Ja, und das heißt, wenn ich einen Steinkreis setze, der exakt oval ist, dann hat er keine Energie, die er von sich ausbringt. Er ist neutral geschalten. So, anders sieht das zum Beispiel hier dieser Kollege. Ein Buch, was ich mir letztens bei Amazon bestellt habe und auch geliefert bekommen habe. Magische Kreise von Jörg Baum. Ja, gucken wir mal hier. Das ist dieses Buch. Und er meint, also er baut so Steinkreise auf Natursteinplatten nach. Und dort ist es halt so, dass er sagt, die können rund sein, das ist total egal und die müssen auch nicht irgendwo ausgerichtet sein. Also komplett konträr zu dem, was Erich Neumann mit seiner Formenergie beschreibt. Und er sagt hier, dass die Formenergie, also die Energie aus den Steinen durch die Art der Steine gebracht wird. Also in dem Fall sagt er, es gibt Steine, die sind neutral, das sind die meisten. Dann gibt es Steine, die saugen Energie und dann gibt es Steine, die Sendenergie. Und diese Steine, diese Sendesteine, die kann er erfühlen. Und wenn er sie erfüllt hat, dann kann er sie zu einem Steinkreis zusammen machen. Und dann gibt es andere Leute, die auch fühlig sind. Und wenn sie das auspacken, dann haben sie da ein Aha-Erlebnis. Das ist ein Ansatz, der mag durchaus richtig sein. Er ist aber schwer vermittelbar, sage ich jetzt mal so. Weil das ist, funktioniert nicht so gut. So, aber hier habe ich was anderes. Ich sag mal, hier sind 250 Seiten drin und 5 Seiten waren für mich relevant. Oder wenn man es hochkommt, 5 Seiten waren relevant, die können wir hier gebrauchen und die werde ich mich auch drauf beziehen. Ja? So, fangen wir mal an. Es gibt ja 2 Formen von Steinkreisen, einmal den runden und einmal den ovalen. Ja? Und wir arbeiten heute mit einem Modell, wobei Modell nicht das richtige Wort ist, weil diese kleinen Steinkreise können durchaus einen Wirkungsgrad haben von 100 Metern. Das heißt, wenn ich mir den ins Beet setze mit genauso großen Steinen, habe ich gute Chancen, wenn ich alles richtig mache, dass dann halt die Pflanzen dort ringsherum vitalisiert werden. Und das ist natürlich schon mal sportlich. Also habe ich schon mal die Chance, mit Steinen zu experimentieren, ohne jetzt eine große Logistik aufzufahren. Ich muss also nicht hier irgendwie einen Radlader besorgen, der mir meine tonnenschweren Steine dann exakt an die Stelle setzt, wo ich sie meine, gebrauchen zu können, weil das hat den Nachteil, dass die wenigsten dann mit Steinkreisen wirklich Experimente machen können. In dem Fall ist es so, jeder kann das nachvollziehen, jeder kann das machen und ich zeige 2 Möglichkeiten, wie die Steinkreise gemacht werden und erkläre dann, wo der Sinn liegt. Ja? Wir fangen an
Und dafür nehmen wir uns einfach ein DIN A4 Blatt, ja, falten das einmal. Ich habe hier mehrere DIN A4 Blätter, sehe ich gerade. Wir falten das einmal, um herauszufinden, dass wir hier ein Quadrat kriegen. Ja? Das heißt, ich mache das halt dann so, dass ich... So, jetzt haben wir hier, einfach nur durch Falten, haben wir hier ein Quadrat, vier Seiten. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir nehmen uns jetzt einen Stein. Ich norde den immer ein bisschen aus. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier meinen Kompass, gucke, wo ist Norden. Der Kompass ist gerade ein bisschen abgelenkt. So, also Norden ist jetzt hier. Das wäre die Nord-Süd-Achse. Und die verschiebe ich leicht. Das heißt, ich habe jetzt meine Nord-Süd-Achse geht eigentlich von hier hoch. Ja? Also ich stelle es noch mal ganz kurz mit dem hier nach. Das wäre jetzt die Nord-Süd-Achse. Und ihr seht, ich habe hier die Spitze von dem Quadrat habe ich jetzt außerhalb der Nord-Süd-Achse hingestellt. Das würde ich immer machen, aus Prinzip. Ja, also eigentlich müsste man das tatsächlich so machen, das wäre richtig. Dass hier im Drehpunkt sozusagen, also nicht hier Süden, die eine Spitze und im Norden leicht verschoben, sondern beide Spitzen müssen leicht verschoben sein, sodass hier eine gewisse... Dass das System sozusagen ein bisschen aus der Nord-Süd-Achse rausgeht. Warum? Kommen wir gleich zu. Jetzt machen wir einfach Folgendes. Wir setzen einen Stein hier hin, den zweiten setzen wir hier hin, den dritten setzen wir hier hin, den vierten setzen wir da hin. So. Ist natürlich kein Steinkreis, ist nur ein Viereck. Jetzt machen wir Folgendes. Wir drehen unser Quadrat einmal mittig zwischen die Steine. Und setzen wieder einen Stein hier hin. Den nächsten setzen wir hier hin. Also quasi an jeder Ecke kommt jetzt ein Stein. So. Und wir setzen hier einen Stein. Jetzt haben wir einen Steinkreis gemacht, der auch sehr ansehnlich aussieht, finde ich. Mit 8 Steinen. Und wir haben hier zwei Sachen gemacht. Einmal haben wir den Steinkreis nachgeahmt, der in dem Buch Magische Steine drin ist, mit 8 Steinen und mit Hilfe eines Quadrates. Und auch diese Größe hier ist schon geeignet, um Vitalisierung im Haus und im Garten herbeizuführen. Das heißt, wir brauchen keine großen Steine, es reicht jetzt so. Aber anhand dieses Beispiels kann ich euch jetzt die ganzen Gesetzmäßigkeiten in der Steinsetzung mal ein bisschen näher bringen. Das wäre ein runder Steinkreis und ich könnte jetzt natürlich auch noch einen ovalen Steinkreis machen. Aber ich erkläre euch kurz mal den Unterschied zu einem runden und einem ovalen Steinkreis. Der runde Steinkreis ist einfach neutral. Ja? Das heißt, er hat keine Linksdrehung, keine Rechtsdrehung. Das würde er erst kriegen, wenn wir anfangen, hier bestimmte Objekte in dem Stein zu platzieren. Und das ist halt die Kunst der Steinsetzung. Auf der einen Seite muss ich wissen, was habe ich da für eine Steinform? Wie ist die energetisch drauf? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zeige mal hier das mit dem Oval, mit der Eiform. Die Eiform hat eben den Vorteil, dass sie nicht neutral ist, sondern... In den meisten Stellen, wie sie halt hingestellt ist, ist sie halt ja, energetisch aufgeladen. Das heißt, entweder positiv, negativ. Wir können sie aber auch neutral schalten. Das heißt, wenn hier jetzt meine Nord-Süd-Achse wäre und ich habe das Ei extra jetzt mal hier mit einem Knick sozusagen die Mitte markiert und ich würde hier jetzt genau die Mitte auf die Nord-Süd-Achse stellen, dann wäre unser Ei aus Stein sozusagen neutral. Ja? Aber sobald ich anfange, diese Achse leicht zu verschieben, wäre sie jetzt positiv. Wenn ich sie in die andere Richtung verschiebe, wäre sie negativ. Und wenn ich sie, wenn ich das Ei umdrehe, habe ich genau dasselbe nochmal. Ich hätte einmal jetzt eine negative Drehung
sorry, das wäre eine positive Drehung und ich hätte nochmal eine negative Drehung. Und die Frage ist natürlich, wie komme ich dazu? Die Frage werde ich euch gleich beantworten. Jetzt nur mal zum Prinzip, warum es ovale Steine, also eiförmige Steinkreise, ovale Steinkreise und runde Steinkreise gibt. Neumann behauptet, dass es eine Evolution in der Steinsetzung gegeben hat. Zum Anfang waren die runden Steinsetzungen, dann hat man mit ovalen Steinsetzungen sozusagen nachgezogen. Ich sehe es ein bisschen anders, weil folgende Problematik ist. Ich kann ja, wie ich gerade erklärt habe, mit der Ausrichtung des Eis, der Eiform, auf der Nord-Süd-Achse, auf der Ost-West-Achse, kann ich ja eine bestimmte Polung generieren. Und diese Polung, die ist dann sehr stark. Ich kann aber auch mit Hilfe eines sogenannten Schaltsteines die Polung eines Objektes verändern. Das heißt, wenn die eigentlich negativ ist, kann ich sie auf positiv schalten. Wie das gemacht wird, zeigen wir gleich. Es ist relativ simpel. Ich habe eine Weile gebraucht, um das Prinzip zu verstehen, aber das funktioniert. Jetzt ist aber folgendes Problem. Wenn ich ein System habe, was schon eine Polung vorgibt, dann muss ich natürlich viel mehr Aufwand betreiben, um diese Polung zu verändern. Wenn ich aber ein neutrales System habe, dann ist es für mich ein leichtes, mit minimalen Veränderungen die Polung zu generieren. Das heißt, mit einem Schaltelement, was ich nur geringfügig verändere in der Form, habe ich schon eine Veränderung. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel ein System habe, was ausgeglichen ist, das wäre jetzt unser Steinkreis, und ich sage, es soll jetzt positiv werden, lege hier was Leichtes drauf, ich brauche nur minimales Gewicht und schon fängt an, die Waage sich zu verändern. Dasselbe auf der anderen Seite, ich habe also ich muss minimal eingreifen, um einen maximalen Effekt zu haben. Wenn ich jetzt aber den Steinkreis definiere durch seine Form und seine Ausrichtung, dann sieht das ungefähr so aus. Ja, das heißt, ich habe dann hier eine Waage, die schon zum Beispiel negativ ist. Wenn ich die jetzt positiv machen will, muss ich hier natürlich extrem erstmal was drauflegen, damit die erstmal neutral wird, um dann noch positiv zu werden. Und das macht in meinen Augen wenig Sinn, wenn man sozusagen ständig zwischen diesen Polen wechseln will. Die Frage ist, warum sollte man zwischen den Polen wechseln? Ganz einfach, weil es von der Natur nicht gut ist, nur eine Polung zu verwenden, sondern wir brauchen die links gedrehte, also minus gepolten Felder, genauso wie die positiven. Weil die minus gepolten Felder sind abbauend und die positiven sind aufbauend. Wenn ich nur aufbauende verwenden würde, dann hätten wir das, was wir als Zivilisationskrankheiten bezeichnen, nämlich Krebs und verschiedene andere Sachen. Die Ursache liegt eigentlich darin, dass Energie immer wieder zugeführt wird, aber selten abgeführt wird. Ja, und was wir brauchen, wie beim Atmen, wir müssen einatmen, wir müssen ausatmen, müssen wir auch unseren Zyklus bestimmen, indem wir zum Beispiel Energie aufnehmen und beim Schlafen zum Beispiel dann auch wieder die Energie loswerden. Ne? Wenn wir die nicht loswerden, dann kommen wir mit einem Energiestau, der uns dann letztendlich zu unseren Krankheiten führt. Und das gilt es halt zu verhindern. Auch in der Natur ist es so, wenn wir Pflanzen haben, die sollen natürlich wachsen können. Dafür brauchen sie aufbauende Energie, aber sie sollen, wenn sie gewachsen sind, dann auch zu viel Energie ableiten können. Und dafür brauchen sie natürlich dann ein minusgepoltes Feld. Und wir haben interessante Zusammenhänge. Zum Beispiel die Linde ist ein Baum. Da sagen einige, das ist ein Strahlenflüchter. Ich behaupte, das stimmt nicht, sondern sie ist einfach nur sehr empfindlich. Das heißt, sie hat von sich aus schon ein sehr gutes Management, was Energie angeht. Und wenn jetzt ein Overload passiert, dann muss sie irgendwie da rauskommen. Deswegen sucht die Linde energieschwache Stellen, wo sie sich gerne ansät und dann halt auch wächst. Der Name Linde, der beinhaltet schon das Lindern, das Herunterkommen. Ja, das haben unsere Altvorderen schon lange erkannt. Deswegen wurde dieser Baum auch zur Heilung genommen. Man hat sich darunter eingefunden, hat sich auch wieder regeneriert, weil man wusste, die Linde steht an Punkten, wo die Energie wieder einen abgenommen wird. Gleichzeitig war die Linde auch ein Baum, der in Ortskernen gerne aufgestellt wurde. Und dort bei Gerichtsverhandlungen und bei wichtigen Entscheidungen hatte er eine Rolle gespielt. Auch wichtig, dass man halt mit kühlem Kopf nicht überladen emotional Entscheidungen trifft, sondern mit
mit wenig, also rational. Und dazu braucht man eben, manchmal muss man dafür runterkommen, ne? Und eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Das ist sehr spannend. Diese Einteilung von Neumann, ich blende sie gleich nochmal ein, dass eben bestimmte Objekte, zum Beispiel eiförmig, bestimmte Energien aufnehmen, je nach Ausrichtung in Bezug auf das Nord-Süd-Feld und auf das Ost-West-Feld. Das hat im Grunde genommen eine wichtige Funktion, und zwar, wenn ich ein Gebäude habe, wenn ich eine Landschaft habe, einen Garten und so weiter, dann kann ich mit Hilfe dieser Geschichten feststellen, wie ist denn die eigentliche Polung von meinem Objekt. Das heißt, wenn ich merke, ich habe einen Garten durch die Einzäunung und der ist negativ gepolt, ja, dann kann ich meine Handlung daraufhin abgleichen, dass ich eben halt dafür sorge, dass dieser Garten wieder positiv gepolt ist. Das ist die einzige sinnvolle Anwendung, die ich sehe bei einem festgelegten Körper, dass wir halt einschätzen können, welche Polung hat er von Natur aus. Das heißt, selbst wenn ich jetzt ein Gebäude habe, ja, also ich habe hier, nehmen wir mal dieses Blatt hier und das stellt ein Gebäude dar, dann würde die Ausrichtung dieses Gebäudes entweder neutral sein, minus gepolt oder plus gepolt. Und wenn ich das weiß, dann kann ich mit Hilfe von Schaltelementen, kann ich dann diese Polung sozusagen an bestimmten Stellen, wie das gemacht wird, kommen wir gleich zu, sozusagen umpolen. Und ich habe dann sozusagen den Vorteil, dass die ganze Geschichte nicht mir negativ in meinen Lebensumständen in die Quere kommt. Interessant ist, was man gemacht hat bei den Kirchen. In den Kirchenbauten wusste man genau Bescheid. Man hat die Kirchen so gemacht, dass sie gerade eine 3 Grad Abweichung von der Nord-Süd-Achse Richtung Osten haben. 3 Grad bei den alten Kirchen. Wenn die später gemacht wurden, wo man dann nicht mehr darauf geachtet hat, dann waren noch 20 oder 30 Grad normal. Aber warum diese 3 Grad? Fragt man sich ja, ne? Ganz einfach, weil man genau dieses Problem erkannt hat. Das heißt, wenn ich in der Kirche Schaltelemente verwenden will und ich habe eine 3 Grad Abweichung, dann fängt der zwar an, ich versuche das mal gerade darzustellen, hier, das bedeutet die 3 Grad Abweichung in der Kirche. Ja, ich kann das hier nochmal zeigen. Er geht leicht runter, aber weil er nur leicht runter geht, ist er halt gut noch mit wenig Mitteln umzupolen. Das heißt, man braucht ja viele Sachen, man braucht neutrale Stellung, man braucht verstärkende, positive Stellung, man braucht aber auch mal das Abbauende, das Negative. Und das ist dabei berücksichtigt, weil wenn ich mehr als 3 Grad hingehe, fängt an, das System extrem auszuschlagen. Und es wird umso schwerer, dann hier an diesem Hebel irgendwas zu machen. Und man hat sich das einfach gemacht. Man hat gesagt, okay, wir wollen eine Kirche haben, bevor die überhaupt eine negative Schwingung hat, bringen wir sie auf positiv. Aber das Positive soll jetzt nicht so dominant sein, dass wir es nicht mehr schalten können. Das ist der Grund, warum die Kirchen diese minimale Abweichung haben. Man hat quasi dafür gesorgt, dass man nicht aus Versehen ins Negative gerät, dass es auf jeden Fall positiv ist, aber dieses Positive durfte nicht überladen werden. Wenn man das verstanden hat, versteht man einiges. Ja? Dasselbe Prinzip wird auch in den Steinkreisen verwendet. Ja? Und jetzt kommen wir mal zu der Grundlage, wie die ganze Geschichte zu bewerten ist. Wir haben von Erich Neumann diese Zeichnung hier. Ich halte es mal ein. Das zeigt im Grunde genommen Folgendes. So rum wäre es richtig, hier mit dem Raum hier ganz konkret. Ja? Das heißt, wir haben hier Süden, wir haben hier Norden, Osten, sorry, das muss man doch noch mal ein bisschen umpolen. Also das Blatt hat sich nämlich Osten, so wäre es richtig. Ja? Das heißt, wir haben hier Norden, wir haben hier Süden, Osten, Westen. Wir sehen hier zwischen, sehen wir einen kleinen Keil von jeder Seite kommen. Und dieser Keil entsteht im Grunde genommen aus einem Grund, weil hier kommt zum Beispiel das Ostfeld auf das Westfeld und beide berühren sich und neutralisieren sich ein Stück. Gleichzeitig kommt hier das Nordfeld auf das Südfeld. Beide neutralisieren sich ein Stück und das ergibt dieses Kreuz. Ja? Das halt, wir sagen immer, dass halt diese 3 Grad Abweichung von der
Ost, von der Achse hier, ob es jetzt die Ost-West-Achse ist oder die Nord-Süd-Achse, diese 3 Grad sind eine neutrale Zone. Das heißt, wir haben insgesamt 6 Grad, die auf, wenn wir einen Gegenstand genau hier drauf platzieren, ist der im toten Bereich, das heißt im neutralen Bereich, da hat er keine Energie. Aber sobald er diesen Bereich verlässt, hat er zum Beispiel positive Energie oder er geht in die andere Richtung und hat negative Energie. Weil diese Felder, kann man hier auch nochmal zeigen, die sind, wir gehen jetzt mal hier hin, also diese Felder sind auch quasi, haben eine Polung, das heißt wir haben hier negativ, wir haben hier positiv, wir haben hier wieder negativ und wir haben positiv. Wenn ihr das mal richtig betrachtet, seht ihr, dass immer einem negativen Feld ein positives gegenübersteht und so weiter. Negativ, positiv. Die wechseln sich immer ab, weil die sich natürlich auch nicht gegenseitig, die können sich nicht, gleichzeitig können nicht zwei positive Felder sein, das ist wie bei Magneten, die stoßen sich einfach ab. Ja, deswegen sind die immer gegensätzlich gepolt. Das erkennen wir hier, das ist eine von Erich Neumann seinen Zeichnungen und die, da bin ich auch sehr dankbar, dass er das rausgebracht hat, weil damit wird einiges verständlich. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen einen Steinkreis, wir können auch sozusagen dieses Ei dahin bewerten, ob es jetzt positiv oder negativ ist, dann ist das immer gemeint, es ist in diesem Zentrum liegend, ja, in der Spitze und dreht sich in eine Richtung. Und aus dieser Drehung heraus ergibt sich einfach mal da, wo die Spitze hin zeigt, ja, jetzt in dem Fall zeigt sie hier in das negative Feld, also ist die Drehung linksdrehend. Zeigt es in die andere Richtung, ist es rechtsdrehend. Für dieses Prinzip, da gab es jetzt nicht viel falsch zu machen. Das Einzige, was Erich Neumann, und da ist einer seiner logischen Fehler, dass er einmal gezeigt hat, wenn die Eier so sind, sind sie negativ, wenn sie so sind, sind sie positiv. Und hier hat er sich aber vertan und meinte, hier wären sie positiv und hier wären sie negativ. Andersrum ist es genau richtig. Und entsprechend habe ich die Zeichnung angepasst, um das ein bisschen zu erklären. Das ist das eine. Jetzt geht es darum, wir haben diesen neutralen Stein. Ja? Und jetzt kommt hier eine Zeichnung, da muss sich auch lange überlegen und viele haben lange überlegt, ich zeige es mal hier rein oder hier, wie ist denn das alles zu verstehen? Und im Grunde genommen ist es, wenn man sich das mal betrachtet, doch relativ einfach. Oder wir können es uns einfach machen. Also, wir haben hier einmal die Nord-Süd-Achse und wir haben hier die Ost-West-Achse. Beide liegen jetzt nicht aufeinander und die Frage ist, was soll das? Ja? Wir können das mal an diesem Beispiel zeichnen. Erich Neumann hat das so gezeichnet, dass hier, wenn genau in der diagonalen oder so quer zu der Nord-Süd-Achse zum Beispiel ein Element, das kann jetzt so ein Stein sein, ja? Das kann ein Haus sein, das kann alles mögliche sein. Wichtig ist nur, dass es halt rechteckig ist. Ja? Und wenn jetzt auf dieser Nord-Süd-Achse ein Element quasi quer zur Nord-Süd-Achse steht, dann ist das Element selbst neutral geschalten. Er schreibt weiter, wenn es jetzt aber so liegt, dann ist es plus gepolt und wenn es so liegt, dann ist es minus gepolt. Das gleiche hat er gemacht, indem er hier unten, hat er sich auch einen Stein hingelegt und der ist eben quer zur Ost-West-Achse und die ist halt jetzt neutral geschalten. Wenn ich sie so hinmache, dann ist sie negativ und wenn ich sie so hinmache, ist sie positiv. Seht ihr noch durch? Das ist halt wirklich ein bisschen tricky und da muss ich auch lange überlegen, wie das gemeint ist. Letztendlich ist die Lösung sehr, sehr einfach. Wir nehmen mal diesen weg und führen ihn mal hier zwischen. Das heißt, wir haben hier die neutrale Stellung und wir haben hier einmal die positive Stellung und einmal die links die negative Stellung. Wie stehen die alle im Verhältnis? Es ist relativ simpel. Wenn ich meinen neutralen Schalter gegen den Uhrzeigersinn mache, also gegen den Uhrzeigersinn mache, dann wird die Schaltung dieses Elements negativ. Mit dem Uhrzeigersinn wird sie positiv. Neutral, gegen den Uhrzeigersinn, negativ, neutral, mit dem Uhrzeigersinn, quasi wie die Sonne am Himmel läuft, wird er positiv. Das ist doch relativ einfach zu verstehen. Dasselbe Prinzip können wir hier unten machen. Wir nehmen uns hier diesen neutralen, setzen ihn zwischen den beiden und gucken mal, wenn ich ihn mit dem Uhrzeigersinn drehe,
ist es positiv, drehe ich ihn gegen den Uhrzeigersinn, ist die Schaltung negativ. Okay, was heißt das jetzt in konkreter Anwendung? In konkreter Anwendung bedeutet das, wir bestimmen mal jetzt hier den Mittelpunkt. Das heißt, wir haben jetzt hier in unserem Steinkreis, haben wir jetzt unsere Neutralstellung Nord-Süd und dieses Schaltelement zeigt nach Ost-West. So, das wäre jetzt, dieses Kreuz zeigt einfach mal diese Situation. Alles, was auf diesem Kreuz in der Mitte liegt, ist neutral. Ja, wir haben das hier beschrieben. So. Das heißt, wenn ich einen Stein hierauf lege, dann bestimmt die Richtung, in die er zeigt, wie seine Polung ist. Das heißt, wenn er länglich ist, wenn er jetzt hingegen nur flächig, also rundflächig ist, dann ist er genauso neutral wie der ganze Kreis. Ja, das erstmal so, dass ihr das im Hinterkopf habt. Also das heißt, wenn jetzt hier ein Stein liegt, dann haben wir nämlich hier, er zeigt jetzt negativ, negativ, beide Enden zeigen jetzt negative, also ist seine Drehung auch negativ. Und das ist egal, ob ich das hier als vorne betrachte oder das, beides ist negativ. Also der ganze Stein insgesamt und der Steinkreis ist negativ. Dasselbe kann ich jetzt hier machen, dann wäre es positiv. Wie ihr seht, positives Feld, ganz einfach. So, diese Zeichnung bezieht sich aber auf ein anderes Phänomen, was natürlich extrem wichtig ist. Ja, sie bezieht sich auf das Phänomen, was passiert, wenn der Stein außerhalb des Mittelpunkts platziert wird. Das heißt, das hatten wir gerade gesagt, er ist jetzt neutral, er schaltet den ganzen Stein neutral, er würde ihn auch hier neutral stellen. Das heißt, wir haben immer vier Stellungen, in denen das relevant ist. Ja, wir haben jetzt ringsherum haben wir neutrale Stellungen. Wenn ich jetzt auf diesen Stellungen, und das ist eigentlich fast egal, ob ich die Ost-West-Achse nehme oder die Nord-Süd-Achse. In dem Fall befindet er sich auf der Ost-West-Achse. Dann muss ich nur im Uhrzeigersinn drehen und habe es positiv. Wenn ich gegen den Uhrzeigersinn drehe, habe ich es negativ. Immer von der neutralen Stellung ausgehend. Das heißt, egal wo ich auf diesen Achsen Nord-Süd, Ost-West meinen Stein platziere, im Uhrzeigersinn positiv, gegen den Uhrzeigersinn negativ. Dasselbe hier. Neutral, im Uhrzeigersinn positiv, gegen den Uhrzeigersinn negativ. Und jetzt wird es doch langsam deutlich, wo hier die Schaltmöglichkeiten bestehen. Wie gesagt, gegen den Uhrzeigersinn negativ, mit dem Uhrzeigersinn positiv. Und dazwischen immer die Neutralstellung. Die wechseln sich immer ab. Und nichts anderes erkennt ihr hier auf diesen Zeichnungen. Ja? Wir haben jetzt hier diese kreuzmäßigen Verteilungen, die habe ich gerade gezeigt, das sind die Schaltpositionen. Hier kann ich schalten. Was passiert aber, wenn ich einen Stein zum Beispiel hier hinlege? Das kommt ja auch vor. Ja? Dann macht er im Grunde genommen nichts anderes. Meistens ist es so, dass hier in der Mitte noch ein Stein steht. So, und dann haben wir hier einen Stein und wir haben hier einen Stein. Jetzt müssen wir eine Sache uns dabei vor Augen führen. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Energie eines Steinkreises zu nutzen. Einmal kann ich sie flächig nutzen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier, wie auch immer, das dazu bringe, dass der Stein, mache ich jetzt noch ein Schaltelement hin und mache es dann zum Beispiel, nehmen wir hier, das ist unser Schaltelement, ja, ist klar. Wenn ich den jetzt auf, also neutral, das wäre neutral, gegen den Uhrzeigersinn, ist jetzt negativ, die abbauende Schwingung, die ich jetzt hier reinbaue, die linksdrehende Schwingung, die verteilt sich flächig in die Landschaft und zwar gleichmäßig auf einer Höhe doppelt so hoch, wie diese Steine sind. Das heißt, ich habe hier jetzt eine Energie, die sich wie so ein gefrorenes Kohlendioxid sozusagen so nebelartig hier in die Landschaft verteilt. Und das geht ein Stück weit, bis es dann nachher abflacht und dann ist die ganze Geschichte nicht mehr energetisch. Ne? So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn wir jetzt aber diese Energie haben und wir stellen, ich muss mal jetzt ein bisschen improvisieren, ich habe jetzt keinen länglichen Stein, stellt euch mal vor, das wäre jetzt hier so ein sogenannter Sasenstein. Ja? Der ist außerhalb von der Anlage. Der macht was mit dieser Anlage und zwar, also man kann den drin lassen, man kann ihn auch weglassen, aber nehmen wir mal an, hier steht jetzt außerhalb dieser Anlage ein Sasenstein. Der macht Folgendes, der sorgt dafür, dass diese
Energie, die hier entsteht, nicht mehr doppelte Höhe von den Steinen hier entsteht, sondern die geht säulenartig nach oben und bleibt nur innerhalb dieses Kreises. Fragt man sich natürlich, wozu soll das gut sein? Ja, ganz einfach. Unsere Altvorderen hatten die Möglichkeit erkannt, wie man Energie anstaut, als Energiesäule aufbaut und sie in die Landschaft leitet, zu bestimmten Orten. Und was hat man gemacht? Wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, dass diese Steine, die hier drin sind, ihre Schwingung dadurch bestimmen, in welche Richtung sie zeigen, wenn sie halt eine rechteckige Form haben. Hier ist es egal, welche Form dieser Stein hat. Hier schalte ich im Grunde genommen nur mit neutral gegen den Uhrzeigersinn negativ, mit dem Uhrzeigersinn positiv. Wie gesagt, egal welche Spitze, das ist jetzt egal, weil der liegt hier auf dieser Achse und das ist das Entscheidende. Wenn er auf dieser Achse ist, ist die Ausrichtung, ob er gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn zu neutral verschoben wird, entscheidend, welche Polung er jetzt hat. So, jetzt habe ich die Polung festgelegt und ich stelle jetzt zum Beispiel hier im Osten ein Riesenmenhir auf, also ein Säulenstein. Was macht das dann? Bisher ist die, ob links oder rechts gedreht, je nachdem, wie ich den Schaltstein gemacht habe, in die Landschaft entlassen worden. Jetzt haben wir eine Energiesäule, die nach oben geht. Wie kann ich diese Energiesäule anzapfen? Weil sonst macht es keinen Sinn. Ich will ja nicht den Himmel da irgendwie jetzt bestrahlen. Auch ganz einfach. Alles, was, ich zeige es mal alle Steine, die sich nicht auf diesen Achsen befinden, sind keine Steuerungssteine, sondern die leiten Energie weiter. Wenn ich hier zum Beispiel einen Stein hinsetze und ich setze außerhalb des Kreises, wie diesen Fersenstein hier, setze ich noch einen Stein hin, dann fängt an, diese Säulenenergie in diese Richtung zu wandern. Ja, ich kann das auch so machen, dass ich halt zum Beispiel jetzt hier eine Säule hinstelle, habe eine positive Energie und leite sie durch verschiedene Steinreihen weiter. Wie gesagt, solange, wie sich das nicht auf der Ost-West-Achse, also in diesem Viereck, müssen wir davon ausgehen, dass die Steine, die da verwendet werden, die Energie weitergeleitet haben. Also alles, was hier innerhalb dieser, nicht auf diesen Achsen platziert ist und entsprechend ausgerichtet ist, ist immer ein Element zur Weiterleitung aus dem Steinkreis heraus. Und das Element macht nur Sinn, wenn ich vorher dafür gesorgt habe, durch einen Fersenstein, dass die Energie hier sich aufstaut. Und so kann ich sie anzapfen und weiterleiten zu einer bestimmten Stelle. Und dort kann ich sie mit einem weiteren Steinkreis oder mit anderen Schaltelementen kann ich sie dann halt entsprechend regeln. Also, wir haben jetzt viele Grundlagen uns erarbeitet, die hier eine Rolle spielen bei der Steinsetzung. Und das ist eben eine wichtige Kiste. Wir können, wie gesagt, so einen kleinen Steinkreis, so wie er hier ist, der ist ja gerade mal, was hat er hier, 30 cm, nicht ganz, also 29 werden es hier wohl sein, DIN A4, oder 22, irgendwas in der Richtung. Wir haben hier was zum Messen, richtig messen, nicht vergessen. Und hier haben wir ungefähr, ja, 30 cm wird es ungefähr sein, 29. Also Durchmesser von 29 cm. Das macht durchaus Sinn, sich solche Anlagen in die Wohnung zu stellen. Ich würde das zum Beispiel auf Naturstein mit Zement drauf kleben, also mit Blitzzement. Das hat ja hier Jörg Baum, hat das ja auch beschrieben in seinem Buch hier nochmal, wie er diese Sachen macht. Und dann kann man diese Anlage, ich würde sie neutral gestalten, ich würde sie nicht als Eiform gestalten. Als Eiform könnte man sie gestalten, ja, weil es ist klein, man kann sie dann drehen hin und her, aber diese neutrale Form, da würde ich mit experimentieren, das würde ich im Garten anwenden, neben einen Baum stellen, den ich jetzt besonders vitalisieren will. Das kann man sich auch in die Wohnung stellen, um dann halt Harmonisierung zu erzeugen, auf dem Arbeitsplatz, beim Schlafen und so weiter. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, da ist der Fantasie halt keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ein paar Sachen schon erklären können. Es gibt viel, viel mehr dazu zu sagen, wenn euch das interessiert. Dann kommt zu einem unserer Lehrgänge, da werden wir das explizit behandeln. Es wird in Zukunft so sein, dass wir Lehrgänge machen, die dann nachher nur noch für Steinsetzung sind, weil das Thema ist so umfangreich, dass man das schwer mit den anderen Elektrokulturgeschichten gleichzeitig vermitteln kann. Man kann es vermitteln, dann geht aber so ein Lehrgang
3 Tage oder 4 Tage, weil das ist wirklich sehr umfangreich. Aber wir werden in unseren nächsten kommenden Lehrgängen, die könnt ihr in der Videobeschreibung nochmal unten sehen, wann jetzt die nächsten sind, da werden wir euch nochmal zeigen, wie die ganzen Prinzipien sind. Dann könnt ihr eure Fragen stellen, weil es wird immer noch Leute geben, die sagen, ja, wo jetzt der Stein, wo jetzt hin, was, wie jetzt. Und wir geben euch dann nochmal anhand von Beispielen und von Übungen, könnt ihr dann nochmal nachvollziehen, ah, das ist halt links gepolt, rechts gepolt, weil er eben auf der Achse ist und so weiter. Und dann könnt ihr das mit anfangen und entsprechend eure Experimente starten. Weil das ist das, worum es geht. Ihr sollt mit relativ wenig Mitteln diese Sachen experimentell machen können. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.